DPS-Check passt auch. Somit viel Spaß bei Curse gegen Anaxes. Und die Dänen fangen als City an. So, besonderes Augenmerk gilt natürlich heute auf Aslak. Sein erstes offizielles CSGO-Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie viel er schon gespielt hat. Hat aber in seinem Statement geschrieben, dass er seine Freizeit auf jeden Fall hauptsächlich für CSGO investieren wird. Von daher bin ich mal gespannt. So, Pistol, eine. Alu unten am Abgang. Mit Nate da auf dem Steg. Oh, die saß richtig gut bei MSL. Der Rest Katas. Smoke bei Reflex und Natu. Vielleicht geht man hier schnell auf A. Alu wird da überhaupt nicht gespottet, hat er extrem viel Freiraum. Jetzt der Go von Anaxes kurz rein. Nille mit First Fake. Hinten wurde gesmoked und es geht Mitte raus. Oh, aber Anaxes steht da viel zu gut. Machen einfach auch die Gesichter. Alu jetzt hinten ein, aber das ist fast egal. Wenn Aslak jetzt nicht einen Frag macht, schade. Da haben Posi von Alu eh bekannt. Oh. Nettes Gesicht, aber gegen drei Leute. Kann er noch eine Smoke picken. Oh, also rechtzeitig aufpassen. Oh, schöne Hits direkt von Plateau. Das wird Alu nicht holen können. Nille auch schon da. Nico spielt super, wartet auf die Ansage von Nille, bis er rumzieht. Also unmöglich eigentlich die Runde für Alu. Ja. Da geht's sie an Anaxes. Dennoch, schöne Taktik. Die anderen Teams, oder in den letzten Spielen, jetzt die vergangenen drei Tage, ging es ja eher eigentlich immer da am Antipad über die Brücke oder sowas. Mitte raus haben wir so eigentlich noch nicht gesehen. So, wie gesagt, wenn es laggt, bitte ruhig mal alle reporten, F5 drücken. Irgend sowas hilft meistens. Meine Werte sind jetzt mittlerweile wieder okay. Das sollte also nicht wirklich laggen. So, keine Probleme mit der Echo da bei Curse. So, Malmodus mal noch anmachen. Das freut mich doch. Leck nix, leck frei. So, Virtus streame ich heute nicht. Mach Faculty gegen Curse natürlich. So, 3-2 aufbauen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Eco. Boah, krass! Krasse Shots von Reflex. Also, Anaxes scheint hier irgendwie noch nicht so ganz klar zu kommen auf die Map. Alu auch ein. Mit USP. Mit P250. Und jetzt einfach mal gegen drei Spieler ohne Waffe. Das wird die Runde für Curse. Doch Bison hat er. Aber die ist natürlich auf lange Distanz eher nicht so toll. Boah, kriegt er doch die jetzt von Reflex. Ne, von wem? Aslak war das, glaube ich. So, einer moved ihn auch da schön aus in der Smoke. Kann die Steps zu und dann weiß ungefähr, wo er ist. Man kriegt auch seinen verdienten Frag. Krass, und das war eine P250 Eco. Erinnert ein bisschen an Maus gestern. Tja, den. Ah, vier Mann hätten sogar Geld, also. Machen es aber nicht. Gehen hier auf Nummer sicher. So, der Standardaufbau. 2 unten und 3 oben Cutters. Einer schiebt da Treppe hoch. Oh, Nex ist extrem offensiv mit den Pistols. Bisschen Schaden gefangen, bisschen Schaden ausgeteilt. Gut abgedeckt auch von Cutters. Schön kommuniziert von Curse. Sehr schön. Alu auch das Ärmchen gesehen. Wir sind jetzt auch hinten
glaube ich, gemeinsam raus. Nato ist schon an der Mitte. Weiß, dass da einer Sniper-Pad ist. Müsste aber, ja, wollte ich gerade sagen, müsste aber hinter sich noch aufpassen. Die Runde auf einmal doch noch ein bisschen knapp. Mit ein bisschen Glück kann Nico vielleicht noch, ja, keine Reflex noch machen. An der Waffe kommt er, glaube ich, nicht ran. Mit Timing jetzt am Sniper-Pad. Ah, schade, Aslak zielt ab. Hat er eine richtige Riecher. Dann macht er den Frack auch. Sieht auch schon mal relativ gut aus, wie er schießt. Wobei das natürlich jetzt auch kein so schwerer Frack war. Aber er schimmelt hier zumindest nicht wie NATO mit 0-4 auf dem Server rum. So, nächster Equip bei Nexus und auch erwartungsgemäß irgendwie die AWP bei den Dänen. Später auch am Sniper-Pad, wo auch sonst. Muss aber Abgang aufpassen. Ich weiß nicht, wer da deckt. Nico verschießt da den ersten Schuss. Linde macht Cutter safe. So kann sich der Rest eigentlich hinten auf Sniper-Pad konzentrieren. Sie geben da schon relativ gut Gas. Reflex wieder an. Er kennt da nichts. Also, Kürz hat gerade auch enorm viel Raum. Der Go Richtung A. Sehr schöne Entscheidung. Mit den Flashes drüber, aber auch gute Gegenflashes von Anexis. Boah, da kommen die Flashes, glaube ich, von B drüber, von der CT-Base. Und alle gerade irgendwie blind. Aber die Frags fallen für Curse. A ist eingenommen. Smoke sitzt weg. Aber der Frag kommt noch. Und letztes Pimp hinten am Sniper-Pad. Ah, kommt die Flash an? Ne, ich glaube, die kam nicht an. Posi ist aber ungefähr bekannt. Jetzt gegen vier Leute hat er eigentlich keine Chance. Das läuft doch schon mal relativ gut für die Finn. Zwei Waffenrunden, eine davon der Eco. Sogar die Führung jetzt, trotz keiner Pistole. Tja, da scheint Anexis nicht wirklich auf die Map klar zu kommen. Oder auf den Spielstil von Curse. Sollte vielleicht auch mal offensiver blocken, unten vor allen Dingen, oder hinten halt am Pad. Ein paar mehr offensive Nades werfen, offensive Smokes, vielleicht auch mal ein Molly rein, da ins Loch. Bei Reflex hat er echt Nahenfreiheit, wie der immer schräge hochkommen kann. Hat man bei EC oder so zum Beispiel nie gesehen. Das 3-Plateau oder so. So, gehen wir wieder relativ gleichzeitig rum. Das machen sie auch relativ gut. Mitte traut er sich nicht. Der CT wartet noch, bis die Smoke weg ist. Weiß nicht, ob Alu die Steps gehört hat. Aber trotzdem die Unterzahl für Curse. Schön abgedeckt von Skirk. Gutes Eck noch gecheckt. Und jetzt der Go in die Katas. Anu verliert das Duell. Aber Reflex direkt zur Stelle. Deckt er die Waffe ab. Sehr schön gemacht. Die Waffe hätte nämlich super viel Schaden gemacht. Oh, ne, ne. Schade, dass MSL nicht ablenkt. Aber ich denke mal, Reflex wird das Eck checken. Er zielt auch so schon dahin. Ach, schön gemacht. Gut aufgepasst. Und nur noch MSL. Holt sich auch richtigerweise eine Waffe. Sucht zumindest eine. Frage ist, versucht das noch? Er legt auf jeden Fall noch kurz an, in der Hoffnung, einen schnellen Frack zu kriegen. Aber sollte er eher die Waffe sparen. Ist auch einer der wenigen, der nicht so viel Geld hat. Ja, geht jetzt auch richtigerweise weg. 4-2, das wie gesagt nochmal ohne Pistol. Auf das 1 ist schon eine gute Ansage. Jetzt bin ich gespannt, wie ein Nexus nächste Runde agiert.
sehr politisch ausgedrückt, dass Sonics Recht in der Kritik steht. So, wieder AWP. Jetzt macht Leif ein bisschen aggressiver. Dreht sich aber auch direkt wieder weg. Sie spielen meiner Meinung nach viel zu defensiv, lassen die Ts viel zu viel Raum. Das, obwohl man da eigentlich so schön blocken kann. Ich meine, die Ts müssen aus so winzigen Löchern kommen. Da kann man doch mal ein bisschen was Offensiveres machen. So, wieder nur Alu-Platt-Cutters aufgebaut, der Rest unten sind wieder schräge hoch. Sie können jetzt so viel absmoken, ich habe jetzt so viele Möglichkeiten. Könnten quasi CDB smoken, könnten da smoken. Je nachdem, Smoke wieder CT-Base und werden wahrscheinlich wieder den Argo spielen. Da gibt es die Flash drüber. Reflex da am Tor. Schauen, ob er links dann gleich checkt. Bisschen Pre-Fire. Ach, sehr schön. Die Smoke hat noch gehalten. Oh, schön rumgegangen eigentlich. Aber Anexus macht diesmal die Frags. Das hat sich doch ausgezahlt, aber richtig viel Schaden eigentlich gemacht von Curse. 7 AP bei Nidle, 22 bei MSL. Clave auch gute Hits bekommen. Ach, der Schuss nochmal von Alu. Ah, trotzdem finde ich, ist das nicht das richtige Mittel. Auch wenn die Runde jetzt vom Verhältnis her deutlich war, aber von HP-Zahlen auf jeden Fall nicht. Das spricht dann auch eher gegen die Aufstellung, finde ich. Dennoch 3 zu 4. Geld hat Curse noch. So, jetzt der Drittaufbau. Also bauen immer. Eigentlich egal wie sie aufbauen, aber Alu bleibt eigentlich immer allein Cutters da oben und der Rest baut über unten auf. Sie machen echt sau viel über die Schräge. Da einfach mal mit Silent Flash oder einfach unten blockt. Ich meine, Curse hatte bisher keinerlei Gegenwehr. Also ich erwarte schon von der Nexus, dass sie nochmal was Offensiveres spielen. Pimp auch. Oh, schöne Pose von Pimp. Schön mit dem Schatten gearbeitet. Scheint so, als ob er. Oh, scheint so, als ob er das gewusst hat. Oder einfach gut auf die Sonne geachtet hat. Schönes Teamplay da hinten. Alu hat, glaube ich, durch das Tor gehittet. Schöne Flash. Und jetzt Alu gegen 3. Oh, den Schuss versammelt. Alu übrigens ein langer Weggefährte von Aslak gewesen. Ach, der Schuss war wieder gut. Aslak freut sich da auf jeden Fall wieder mit ihm zusammenzuspielen. So, Pimp macht das wirklich hervorragend. Zeigt sich gar nicht. 15 Sekunden auch nur noch. Zählen jetzt. Alu muss hier Gas geben. Kommt aber noch zum Plant. Also eigentlich fast doch nicht perfekt gespielt. Also der Bombplant, den hätte man ruhig vereiteln können. Zumal Pimp ja wirklich eine Pose hatte, wo Alu überhaupt keine Chance hatte. Und oh, da wird sogar nochmal knapp. Also Pimp hätte vielleicht da doch ein bisschen offensiver dann agieren können. Wobei wollte es halt hundertprozentig safe machen. Trotzdem Alu noch einen Frag bekommen. Aim-technisch scheint hier Anexus auf jeden Fall ein bisschen zurückzuliegen. Aber auch taktisch gefallen sie mir gerade nicht so gut. Mal schauen, wann da der Schalter umgelegt wird. Bleibt 2 oben Cutters? Ne, Alu bleibt immer wieder oben Cutters. Auch wenn es gerade den Anschein hatte, dass es nicht der Fall ist. Da gehen sie einfach auf Aim und kriegen auch die Frags. Oh man, Anexus enttäuscht mich gerade ein bisschen. So, Alu auch Cutters den Frag gemacht, richtigerweise abgewartet. Nille wollte da ein bisschen was ausschließen. Glaive nach hinten, Spots. Auch richtig Probleme, ist aber auch nur am Bratzen.
Und nur noch Pimp, CT Base. Gegen 5. Keinerlei Chancen. Also wenn es so weitergeht, dann wird das hier vielleicht sogar ein 10-5 oder so für Curse. Und dann vielleicht ein 6-0. Also es könnte schon ein sehr eindeutiges Match werden. Ja, auf das ist nicht viel mit Taktik. Das stimmt soweit als T schon. Trotzdem sollte man der CT die Spielintelligenz besitzen, um irgendwie mal drauf einzugehen, was die Terrors machen. Das ist halt immer noch CS. Wenn man sich weiter in Löchern verkriecht. Und das auf einer Map, die man nie spielt, keine Tricks kennt, etc. Ich meine, es ist was anderes, wenn man auf Infra-Defensiv spielt, weil hat man ja einfach schon so oft gespielt, da hat man irgendwelche abgesprochenen Taktiken oder so, irgendwelche Aufstellungen, die dann vielleicht funktionieren. Aber hier, wenn man einfach defensiv steht, dann weiß. Natürlich weiß jeder, was er ungefähr zu machen hat, aber hundertprozentig genau ist es eigentlich meist nicht klar und das ist einfach dann nicht das Niveau, was man vielleicht auf anderen Maps gewohnt ist. Jetzt in der Eco blocken sie hinten aggressiv oder was? Da bin ich mal gespannt. MSL mit Max 7. Diesmal wieder. Lekatashi mit sie wieder hinter. Abgelenkt. Gefangen. Oh, MSL, der braucht viel zu lange. Er hätte schon längst mal was machen müssen. Oh, auch verschossen. Skirk mit einem schönen Headshot. Ah, ich sag ja, das Aiming sitzt noch nicht so wirklich bei Nexus. Keinen einzigen Frag gemacht. Also keinen einzigen Frag in der Runde. Okay, Aslak jetzt doch unten am Scoreboard, Boden, aber so wirklich was tun musste er bereits, musste er bisher gar nicht so viel. Stimmt. Liegt am Intap-Fix. Ja, also ich denke, wird schon interessant in Zukunft. Jetzt die nächsten Spiele, wer den Bug da benutzt hat, weil man, wer vielleicht nicht mehr so krass ist. Boah, nur wird überrannt. Boah, gut, eigentlich nochmal abgesetzt, aber die Fricks! Siehst du? Einmal gehen sie offensiv, auch wenn es nochmal ein Eco ist. Schon holen sie die Frags. So, und warum das jetzt nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass sie das gleich in der Waffenrunde nicht mehr machen. Obwohl es eigentlich genau der richtige Weg ist. Aber vielleicht ist Kürs auch so schlau und hat sich nächste Runde schon darauf eingestellt. Wieder ein schöner Headshot von Natu. So, wie gesagt, kaum offensiv, kaum gewinnt meine Runde. Meine 10 zu 5 Prediction trotzdem noch drin. Interbug war dieser, dass man Zähl-Interbug auf 0,00.1 machen konnte und dann leckt die Hitbox ziemlich weit hinterher. Heißt, man kann den Gegner töten, auch wenn er schon längst wieder hinter der Wand ist. Weil die Hitbox einfach noch hinterherzieht. Und das sollen auch Profispieler abused haben, auch im LAN angeblich. Aber das wurde zum Glück gestern Nacht im neuesten CSGO-Update gefixt. Hoffen wir mal, dass man jetzt nicht mehr so komisch getötet wird manchmal, wenn man eigentlich schon hinter der Mauer ist. Ist einem auf jeden Fall auch ab und zu aufgefallen, also mir persönlich. Ja, das braucht ihr gar nicht probieren. Ist gefixt. Also ich hab's ja gesagt, werden wieder defensiv spielen. Ja, das tun sie auch. Ich meine, klar, die Bombspots sind nicht dort, wo die T's gerade sind, aber ich weiß nicht. Kürz spielt das auch einfach viel zu klug, bleiben immer zusammen, spielen viel auf Teamplay. Alu kann wieder den Spot eröffnen. Diesmal geht's scheinbar wirklich B. Also man variiert da auch ein bisschen. Steht da im trotzdem 3 gegen 3. Oh, Aslak ist danach nicht mit auf Spot gewesen. Das könnte fatal werden. Skirk, wenn er die Smoke noch hinlegen könnte, wäre es eigentlich gut.
Smoke doch mal dafür, Nato. So, der muss jetzt da links aufpassen. Hat, glaube ich, schon das Ärmchen gesehen. Oh, darf jetzt aufpassen, nicht links rüber. Oh, schöner Schuss für neben. Oh, und letzte Pose bekannt. Oh, Nato verschießt. Aber warum Skirk denn nicht die Smoke irgendwie in einem günstigen Moment wirft? Das würde Nato so viel helfen. Schade, geht mein Read jetzt nicht auf. 6:6 schon der Spielstand. Geld haben die Finnen aber eigentlich. Ja, aber das reicht dicke. Trotzdem sind 6 Runden schon eigentlich viel zu viel. Erstmal auch ein bisschen kurz offensiv gepiekt, nichts passiert, kein Frag gemacht und direkt wieder defensiv. Reflex wieder mit Gas, also wirklich unglaublich aggressiver Spielstil von ihm heute. Das kann ich aber sonst auch so agiert. Also Curse einzelskillmäßig auf jeden Fall schon ziemlich krass unterwegs, muss man sagen. Geben schon richtig gute Headshots. Auch das Teamplay gefällt mir. Also man sieht eigentlich nie einen allein sterben. Sie bleiben so oft zusammen. Gut, jetzt ist er gestorben, aber Nato war dahinter. Kann man ihm jetzt nicht verübeln, dass er da einfach nochmal hochzieht. Aber die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er auch nochmal Gesicht kriegt. So, Aslak ist zu dem E auf dem B. Gute Smoke jetzt. Boah, schöne Flash. Auch schön kommuniziert, dass sich Nato da wegdreht. Schade. Oh Mist, wenn Aslak da noch einen Frack zieht, dann sieht's gut aus. Boah, 1 und 5 HP. Alter, wie knapp. Aber ein bisschen unverdient fast für ein Nexus die Runde. Und die wird ihnen am Ende wahrscheinlich auch nichts helfen. Selbst wenn sie jetzt 9-6 noch machen. Glaube ich nicht, dass sie gegen den Skill von Curse jetzt irgendwie dann als T entgegenhalten können. Der normale Aufbau. Boah, endlich blocken sie mal wieder offensiv. Boah, ziemlich komisch. Da ist nur einer von. Boah, wenigstens die Refrags. Schräg wurde auch geblockt. Hat das auch eingenommen. Und auf einmal nur noch Skurk. Also es klappt wieder. Ich verstehe nicht, warum man das in der vorletzten Runde erst rafft. Oder umsetzt. Typisch Go, einfach im Schießen, im Laufen schießen. Im Schießen laufen, ja. Mal ja, wieder Standard erfahren. Alu diesmal, der vorne ist schon. Was ist der Move? Mit Timing, wenn er da schon mal rechts gespottet hätte, hätte er, glaube ich, direkt schon Frag gemacht. Oh, wei. Eine CT-Base. Nille ist, Nico ist das. Das Lineup von der Nexus ist ja übrigens auch noch nicht so alt. Ja, auch gewechselt. Nico neu und Glaive, glaube ich, neu. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Nico auf jeden Fall. So, wieder der Go-Pimp hält das da hinten gut safe. Ah, macht Schaden. Nimmt jetzt noch einen mit. Boah, Nato. Boah, schade, ey. Was er drückt. Schöne Pose auch von ihm. Anex ist nicht aufgepasst. So, ein schönes 1 gegen 1 jetzt. Problem ist, es hat die Bombe nicht. Die liegt wahrscheinlich so. Ne, kann sie sogar picken. Er könnte sogar.
Das ist halt schwierig. Wenn er über Cut das. Nee, da reicht halt die Zeit nicht. Ja, er muss über Mitte und jetzt muss Nico den Shot hitten. Schön auf XP. Der hat das Aiming korrigiert. Tja, 9 zu 6. Schade, mein Read ging nicht auf. Trotzdem eine hervorragende CT. Eine Terrorleistung von Curse. Annex ist schon enttäuschend defensiv gewesen. Und sollten sie jetzt hier nicht die Pistol holen, dann sehe ich eigentlich schwarz für die Ideen. So, was ich die letzten Tage nicht gemacht habe, ist auf die Statistiken einzugehen. Könnte ich dann auf jeden Fall nochmal durchgehen von den ganzen Mausspielen und so, die ich gezeigt hatte. Aber erstmal zurück zum Spiel. Kürs mit 2 am A. Spotten hinten rein. Safe Opening. Ach, schöne Nate von Alu. Noch Cutters drin. Kann er natürlich jetzt ansagen. Der Rest kann sich auf hinten konzentrieren. Sehr, sehr schwere Runde für Anexis, zumal Nico auch schon gut low ist. Kürz darf jetzt aber kein weiteres Risiko eingehen. Ist noch eine Minute auf der Zeit. Die T's müssen agieren. Gibt keinen Grund jetzt irgendwie noch offensiv rumzuziehen. Sie müssen aber in Mitte aufpassen. Wenn NATO fällt, muss Skurk reißen. Oh, scheinen sich aber auch gerade nicht im Klaren gewesen zu sein, wo es hingeht. Haben sich da nochmal aufgesplittet. Jetzt hört Skurk auch die Steps. NATO hatte sich auch wieder zurückgezogen. Also NATO wirklich unglaublich starke Spieler. Unglaublich taktisch, unglaublich gut geschoben. Dort kein weiteres Risiko einzugehen. Tja, und das ist die nächste Pistole für die Finnen. Die jetzt somit natürlich noch leichteres Spiel haben, hier das Spiel relativ schnell zu beenden. So, jetzt kommt nochmal die Frage von Excite of Readmore, ob ich danach 3D Max gegen Imaginary streame. Ich werde auf jeden Fall reinschalten, bisschen verfolgen, aber um 21 Uhr wechsle ich dann auf jeden Fall rüber zu Faculty gegen Curse. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht vom Autodirector. Wie er eher auf einem sein kann, der einen Flick macht, anstatt auf einem, der da hinten irgendwie aufräumt. Aber gut. So, mal gucken, wie die Aufstellung von Curse überhaupt ist. Wer hier wo deckt. Lag am Sniper-Pad zusammen mit Reflex. Auch Eco bei Annexis nochmal. Oh, krasse Hits. So, Alu damit geholfen. Aslak wird weiterhin abgeaimt. Alu mit einer guten Nade kann da nochmal relativ viel Schaden machen. Relativ gute Pose auch bei ihm. Da denke ich mal nicht gut gehittet. Boah, trotzdem Headshot ab. Oh, schönes Teamplay da auch von Aslak. Sehr schön gespielt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Morgen und Samstag übrigens keine Spiele. Der Rest, die restlichen Dust-1-Matches werden, soweit ich weiß, am Sonntag gespielt. Zumindest ein paar, wenn nicht sogar noch ein paar nächste Woche. Nächste Woche dann auf jeden Fall Mill an der Reihe.
Mil-B2. Aslak hat da schon eine gute Nade gefangen. So, genauso hätte ich das gern von Anexis vorhin. Ah, gute Hane. Ach, relativ guter E an MSL. Auch Anexis baut da zu viert auf und Glaive schon. Okay, ich dachte schon, er geht durch. So, dann merkt man, Anexis schon, lassen sich da schon beeindrucken von dem Push. Also sind da nicht so agil wie Curse vorhin, die da schon längst mit oben wären. Nico konnte zwar das Opening machen, Gegenflash sitzt. Alles Posi auch gespottet, kriegt auch keinen. Jetzt hat aber vielleicht Aslak die Chance. Schöner Headshot, schöner Burst. Legt sich auch nicht weiter gut der Awe an. Natu nutzt da die Smoke hervorragend wieder mal. Ah, bitteres. Ah, ein bisschen Pech vielleicht. Aslak hat eigentlich. Ah, so B-Spot noch. Ich hab da auch CT-Base. Die Ts sind noch nicht drauf. Oh, da hat Aslak einen gesehen. Aber links jetzt aufpasst. Ah, schön. Kann natürlich die Ansage geben an Skirk. Und Anex ist sich auch gerade wieder nicht sicher, wo sie hingehen. Haben nur noch 8 Sekunden. Müssen auf B. Müssen auf A, sorry. Jetzt 1 gegen 1. Das schafft Nilabe nicht. Und oh, gut drauf reagiert. Schön nochmal die Ansage gekriegt von einem Teammate wahrscheinlich, dass die Zeit nicht mehr reicht. Und im rechtzeitigen Moment nochmal Kehrtwende gemacht. Trotzdem, knappe Runde. Diesmal haben die Fracks einfach nicht gesessen von Curse. Schauen, ob sie irgendwas ändern. Oh, schneller Go. Skirk da hinten. Wo Kerrigan gestern stand. Boah, bitte, das ist ein Hochspringen. Kerrigan hat es da gestern auf jeden Fall wesentlich besser gemacht. Das ist so eine das war, glaube ich, eine Komplett-Eco. Oh, Reflex, glaube ich. Hat da, glaube ich, einen Maiden-Headshot gegeben. Auf jeden Fall Team-Damage gemacht. Puh, aber knappe Runde. Fehler auf jeden Fall bei Skirk war es, glaube ich, da aufs Plateau zu springen. Sowas spiegelt sich natürlich dann auch im Geld wieder. Sehen Sie, NATO musste wahrscheinlich legen. Nur noch 2k, Alu nur noch 200. Also sollten sie eine Runde verlieren, könnten sie fast. Ja, sind sie eigentlich gezwungen zu sparen. Ja, vorhin hat man ja bei Nexus gesehen, dass eine Sparrunde nicht zwangsweise eine verlorene Runde ist. Reflex macht da den Taz unten an der Schräge. Aslak lenkt ein bisschen ab, wirft Nate. Ach, gut rumgegangen von. Ach, richtig gut rumgegangen von Nille. Sehr schön aufgepasst. Hat er den Braten gerochen. Und Alu übernimmt nochmal die Posi. Ah, sie kriegen die Fracks gerade nicht. Also haben wir auch hier als City Probleme. Oh, Nico mit 2 HP. Guck jetzt vielleicht mit Timing. Oh, die Flash, die war gut. Oh, aber was er sich da noch lackt. Hat er seine Fail-Runde von eben gleich ein bisschen wettgemacht. Aber NATO geht aber auch gerade nichts mehr. Also scheinbar mir beide Seiten Probleme, Fracks halt CD zu machen. Das sah bei Curse wesentlich besser aus als Terror. Und viel, viel stärker. Viel stärker geschossen. Ein bisschen unerwartet jetzt diesen vermeintlichen Skill-Einbruch. 10 zu 10, Ausgleich wieder. Vielleicht kann ich natürlich Spiel mal einen Restart machen oder sowas. Keine Ahnung. Ah, eigentlich soll das nicht an mir liegen. Keine Ahnung. Aber in 2 Tagen, glaube ich,
bekomme ich endlich meine Capture Card. Und dann wird es hoffentlich alles besser. Skurk hat das reingepusht. Glaive konnte Aslak machen. Er sieht da wirklich nicht gut aus. So, Flash für Alu. Oh, schöne Flash. Nein, kriegt wieder keinen. Aber Reflex zur Stelle mit dem Reflex. Reflex mit dem Reflex. Auch schöner Reim. So, gute Smoke. Skurk kann doch Cutters ausschließen. Sie wissen somit, dass alle da hinten sind. Oh, na du, schöner Spray. End geht's auch beim ihm wieder rein. Und jetzt nicht, einfach nicht gegen Nico sterben. Dann ist die Runde gewonnen. Er hat aber die Bombe. Ach, keine Chance jetzt auf kurze Distanz. Skurk müsste. Ne, Natu steht dort. Schöne Runde von ihm. Vom Lappen, wollte ich sagen. Vom Finnen. FPS sind jetzt 25. Und ich will auf jeden Fall versuchen, auf 60 FPS zu gehen und vielleicht sogar meine Native Monitor Auflösung, also 1680x1050. Muss ich aber alles erstmal testen, wenn ich die Karte habe. Wieder eine knappe Eco. Boah. Glück bei Natu. Reflex mit Max 7. Schön. So, 13-10. Geld sieht nicht so rosig aus. Aber MSL muss legen. Lille eigentlich auch. Schon mal treffen den Schuss. Wo es schon schwierig ist manchmal sowas. Die einfachen Schüsse ja meistens. Ja, den macht er. Ach, sehr schön. Aslak müsste da mal rumziehen. Ja, sehr gut gespielt. Gute Frags von Alu. Und so schnell kann eine Runde sich drehen. Oder fast vorbei sein. Posi. Ekelhaft. Flext an diesem komischen Torbogen. Und Alu macht sogar noch rein. Ich glaube 3K von ihm. Ja, 3K, 2 von Aslak. 14-10. Es neigt sich also am Ende. Aslak zwar trotzdem hier am Scoreboard-Boden. Ich schaue dann mal wirklich in die Statistiken, wie das so ausschaut. Diesmal oben. Da liegt wieder ein gutes Smoke. Oh, die AE kann sitzen. Oh, schöner AE von Natu. Skurk am. Oh. Skurk muss helfen. Bis zur Stelle. Oh, viel zu weit strafe. Hätte vielleicht eher gegenflächen sollen. Leider nicht geguckt, aber Equipment hat. Reflex schon von hinten. Oh, schöner Headshot. Aber links rechnet er jetzt nicht mit. Oh. Shit, Mann. Ich bin gleich hingeschoben. Oh, netter Headshot von Pimp. Reflex noch in den Cutters. Move den da aus. Pimp hat keine Ahnung, bis der Tor kommt. Oh, schönes Timing von Reflex. Gut gespielt. Hatte zwar eh den HP-Vorteil, trotzdem netter Headshot von Pimp war das noch. Mit seinen Low HP. Draw schon mal für Curse. Wenig Geld bei Axis. Ja, also die erwartete Zerstörung ist es nicht geworden. Waren doch schon relativ knapp Runden dabei. So schlecht sah Nexus dann doch nicht mehr aus.
Trotzdem, Kurs heute einfach eine Nummer zu groß. Boah. Alu war da aber auch diesmal allein, also das verstehe ich nicht ganz. Vorher hatte er eigentlich immer Support. Die Smokes ist auch wieder richtig gut. Gutes Gas bei den Ts, aber Reflex. Bisschen ein leichtes Spiel haben. Slug in den auch gesehen. Schön. Gut angesagt. Jetzt nur noch MSL hinten. Kleiner LMS. Und Skurk macht den aus dem Cutters sogar. GG 16 zu 10. Kratz an Kurs, die glaube ich sogar bisher auch alle Spiele bis auf das gegen Nip gewinnen konnten.